Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Wir freuen uns immer ganz doll, wenn ihr am Start seid und wir sehen auch jede Woche, ihr werdet mehr. Für die, die nicht wissen, was hier eigentlich so passiert, ich bin Nina alias Mio, ich mache Musik und ich rede mit meinem Keyboarder Joscha über alles das, was irgendwie das Musikmachen so betrifft. Guten Tag. Guten Tag, liebe Leute, ich bin der Joscha, von dem hier gerade gesprochen wurde. Ja, grüß dich, na? Weißt du, was mir gestern passiert ist? Das ist richtig dumm. Erzähl. Ich bin mit dem Auto losgefahren. Und als ich die Autotür, also meine Fahrertür zumachen wollte, habe ich schon gemerkt, dass die irgendwie so hakt und nicht so richtig einfach zugeht. Und dann dachte ich, naja, jetzt mache ich das mit Gewalt und mit ein bisschen Schwung und habe die dann halt mit ein bisschen Schwung auch so angezogen, dann war die auch zu. Jetzt kommt's, sie ging aber nicht mehr auf. Oh. Das heißt, ich war halt wirklich eingeschlossen. Ich wollte so fröhlich einkaufen gehen und dann war das so, okay. Scheiße, die Tür geht nicht mehr auf. Das sah halt auch wirklich doof aus, weil ich dann wirklich über den Beifahrersitz so klettern musste. Und wenn ich im Moment in mein Auto reinsteigen möchte, muss ich das auch machen. Und wenn das jemand sieht, der das vorher nicht kennt, denkt jemand, ich klaue das Auto oder ich breche da gerade ein. Sag mal, du hast aber auch richtig gute Auto-Stories. Ne? Letztens hing doch einfach so ein Stock bei dir über dem Türöffner im Auto, oder nicht? Stimmt, ein Gehstock. Jemand hat einen Gehstock an mein Auto gehängt. Das war auch toll. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ja. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich einfach nur mal so kurz sagen. Meine Fahrertür ist kaputt und jetzt muss ich zur Werkstatt damit. Und das Schlimmste ist, dass ich morgen, die geneigten Hörer wissen ja, dass meine Katze richtig Bock auf teure Tierarztbesuche hat. Ich muss ja morgen nochmal zur Kontrolle mit ihr zum Tierarzt. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt morgen zum Tierarzt mit ihr fahre, dann werde ich mit diesem Katzenkorb über den Beifahrersitz irgendwie in das Auto klettern müssen. Das wird weder meiner Katze noch sonst jemandem gefallen, aber ich muss da durch. Oh Mann, also wir haben ja diese Kategorie, ich würde sagen, die machen wir einfach jetzt mal und dann erzählst du mal, was da los ist. Das ist ja, die Leute wissen ja eigentlich, worum es geht. Los geht's. Jiggys Katzentagebuch. Also für die, die neu sind, ich habe eine alte Katze, die eigentlich gefühlt schon alles mitgenommen hat, was so geht. Ich möchte an der Stelle auch sagen, ich mache manchmal ja Fotos bei Instagram von meiner Katze und auch wenn ich dann bei ihr, mit ihr beim Tierarzt in so einem Korb dann halt irgendwie so warte. Und ich habe neulich den gut gemeinten Ratschlag bekommen, man müsse auch mal wissen, wann es reicht und vielleicht müsste ich sie jetzt endlich einschläfern. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es dieser Katze grundsätzlich gut geht. Sie hat quartalsweise aber halt immer irgendwas, was man dann mal checken muss, ne? Also dass ich jetzt nicht, dass ich die halt irgendwie versuche, künstlich am Leben zu halten. Aber wenn irgendwas blutet, sie abnimmt und so weiter, dann macht man das Natürlichste, was man tut, man geht mit dem Tier zum Tierarzt. So. Na sicher. Und darauf hat die halt regelmäßig Bock. Und genau, jetzt wird morgen geprüft, das ist nämlich auch lustig. Sie hat irgendwie Gewicht verloren und wir können nicht so richtig erklären, woran das liegt. Oha. Und jetzt wird eine Blutdruckmessung gemacht, weil der Verdacht besteht, es könnte die Schilddrüse sein. Oh, ah, okay. Vielleicht wird sie auf Schilddrüse eingestellt dann. Damit beenden wir die Kategorie auch gleich wieder. Jiggys Katzentage. So, das war die Kurzfassung der Kategorie. Wir wollen es ja auch nicht zu emotional direkt beginnen. Ne? Das ist ja auch ein Grund. Ich habe eben auch erzählt, so es geht hier grundsätzlich ums Musik machen, ne? Aber gut, die Katze gehört halt dazu, auf jeden Fall. Ja, die Leute, die neu sind, sind jetzt grundsätzlich verwirrt, bleiben wahrscheinlich aus dem Moment dran. Jetzt kommen wir auch wieder auf die Strecke, versprechen wir euch. Und die eh uns schon lange hören, die wissen natürlich, wo der Fisch die Locken trägt, so ungefähr. Genau, also da wünsche ich dir erstmal schon oder euch alles Gute und quartalsmäßig müssen wir anderen ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Steuer oder Vorsteuer eben anmelden und sowas und Jiggy, die meldet halt andere Dinge an, quartalsmäßig, ist ja auch in Ordnung. Ab einem gewissen Alter kann man sich auch gönnen. Sie ist ein geriatrischer Patient.
diesen geriatrischen Patienten. Du hast mir im Vorfeld dieser Story eben so ein bisschen erzählt, du hast auch einen Aufreger dieser Woche, der hat tatsächlich auch mit Musik zu tun. Ne? Du hast dich über einen Bericht, den willst du zumindest mal gerade rücken. So habe ich es, glaube ich, richtig. Ja, ein bisschen. Verstanden, ich hatte mal wieder so ein bisschen Rage-Mode. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwelche Daten, was alles so Kultur und Musik angeht, ein bisschen verkürzt in die großen Medien getragen werden, wo dann irgendwann Journalisten über Sachen schreiben, von denen sie eigentlich nicht so richtig Ahnung haben. Finde ich das immer ein bisschen schwierig. Und zwar erstmal eine gute Sache. Der Deutsche Musikrat hat eine große Studie in Auftrag gegeben und hat, glaube ich, so irgendwie so 600-700 Leute befragt. Und es ging um die Einkommensverhältnisse und Strukturen von Musikerinnen und Musikern. So. Ja. Das ist jetzt erstmal cool. Ja. Ich habe das nur gelesen und habe gedacht, krass, entweder bin ich einfach nur so von so armen Musikern umgeben. Oder ich kenne halt alle, die einfach viel geiler Sachen absetzen können für die Steuer. Ja. Aber ich fand die Durchschnittseinkommen, die da so angesetzt worden sind und die sie angeblich so rausgefunden haben, die fand ich ehrlich gesagt viel zu hoch. Also die haben gesagt, also das Problem ist halt, du kannst eigentlich mit zwei Sachen so ein bisschen aus dieser Studie rausgehen oder in den Vordergrund stellen. Der eine Punkt ist, und das finde ich auch ganz gut, dass das größtenteils so in den Vordergrund gerückt wird, ist, dass die allerwenigsten MusikerInnen von ihrer Musik alleine leben können. Also es sind halt sogenannte Mosaik-Einkommensstrukturen. Also du hast ein bisschen deine Musik mit Auftritten und so und dann haben viele einfach wirklich, sind krass am Unterrichten und manche haben sogar noch weitere Jobs oder haben Jobs, die gar nichts mit Musik zu tun haben oder so. Aber eigentlich kannst du sagen, und das trifft auf alle irgendwie so ein bisschen zu. Na, also das ist, glaube ich, schon mal das kann man so in den Vordergrund rücken und das würde ich so aus meiner Erfahrung erstmal so bestätigen. Du wahrscheinlich auch, oder? Ja, voll. Na, also das ist halt irgendwie, entweder man unterrichtet oder macht noch was anderes, aber die allerwenigsten wirklich in der Musik können nur von ihrer vom Musikmachen tatsächlich leben, was ja eigentlich schon ganz schön krass und traurig ist. Ja. Was dann aber dabei rauskommt, ist, und das ist das andere, was teilweise auch so im Vordergrund steht. Und dann steht da so ein Zeitartikel oder so. Und dann steht dann, Musiker stehen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung wirtschaftlich gut da. Und das fand ich ein bisschen schwierig, weil die ermittelten Einkommen von Musikern angestellt bei fast 2.700 Euro liegen. Und dann muss man ja sagen, angestellte Musiker sind entweder Leute, die Vollzeit in wahrscheinlich staatlichen Musikschulen unterrichten oder halt in Orchestern arbeiten. Das sind aber gar nicht so viele. Die allermeisten MusikerInnen, die man so kennt, die sind halt wirklich Freiberufler. Ja. Und dann wollte ich mich schon drüber aufregen und dann so, naja, das sind ja nur die Angestellten. Dann kommt's aber, die haben das auch aufgesplittet und haben gesagt, auch Freiberufler, die haben sie nochmal getrennt betrachtet, wo ich denke, super, das war ja schlau. Ja. Aber auch die verdienen angeblich netto um die 2,4. Im Durchschnitt. Nein. They don't, oder? No. Nein. Ich kann das ja nur mal so ganz kurz aus meiner Sicht sagen, wo ich finde, dass das so krass hakt. Also, und ich sag das jetzt mal als aus Sicht einer Künstlerin, die ihren ganzen Scheiß nach vorne bringen will. Also halt eigene Musik und so weiter. Und ich gehe jetzt mal davon aus, uns hören größtenteils erwachsene Menschen zu, die in ihrem Leben alle schon mal in den Genuss gekommen sind, eine Steuererklärung zu machen. Jetzt wird es kurz ein bisschen langweilig, aber nein, also du gibst ja bei der Steuer, ist ja das netto, wenn du alle deine Geschäftsausgaben abgezogen hast. Also alle Reisekosten, alle Bildungskosten, in unserem Fall alle Equipmentkosten, alle Produktionskosten. Ne? Und also das heißt, ich zum Beispiel, ich kann so viel absetzen, weil ich bezahle Leute wie dich, wenn du mit mir auf der Bühne stehst. Ich bezahle Leute, die mir Videos machen. Ich bezahle eine Druckerei, die mir Plakate druckt und so. Und da kommt ganz viel zusammen. Und ganz ehrlich, das, was man an Ausgaben hat, ich glaube niemals, dass da irgendein Musiker im Durchschnitt fast 2.500 Euro netto über hat. Weil wenn er die wirklich über hätte, dann würde der die wieder in seine Musik investieren. Ja. Weil das ganze Business so verkorkst ist. Und jetzt kommst du. Ja, ich bin jetzt, wie lange bin ich denn jetzt eigentlich selbstständiger Musiker? Ich glaube, ich bin seit 2012
selbstständiger Musiker. Und 2-4 netto hatte ich noch nie, selbst in Jahren, die gut liefen. Es ist natürlich schon so ein bisschen wahr, dass es auch so saisonal bedingt ist bei uns, dass man meistens über so einen gewissen Zeitraum, dass da mehr geht als beim anderen und dass man da vielleicht über 2-3 Monate tatsächlich an diese 2-4 oder sowas kommt. Aber übers gesamte Jahr gesehen auf gar keinen Fall. Also auch nicht in 12 Jahren Berufserfahrung. Und ich würde sagen, wir kennen ja auch ungefähr die gleichen Leute und wissen so ungefähr, natürlich nicht ganz genau, aber wissen so ungefähr, wie die ihr Einkommen zumindest, auf welchen Wegen die das generieren. Und das überlappt sich ja oft auch so mit dem, was wir zu tun haben, ne? Und ich würde auch behaupten, die würden da uns beiden zumindest zustimmen, dass das vielleicht mal monatsweise hinhaut, aber als Durchschnittseinkommen über ein Jahr überhaupt nicht, oder Monatseinkommen aufs Jahr gerechnet als Durchschnitt, so ist es ja richtig, überhaupt nicht, das ist nicht drin. Ja, weil ich glaube, also ich hakte da halt auch einfach so krass, ne? Ja. Also ich glaube, du kannst, was ich eben meine, du kannst 2 Sachen in den Vordergrund stellen. Also A, keiner kann eigentlich wirklich von Musik alleine leben, dem würde ich zustimmen. Nee. Aber ja, dass dann am Ende immer noch so ein super hohes Durchschnittseinkommen rauskommt. Ich würde doch denken, wenn das Einkommen relativ hoch ist, dann bräuchte ich ja rein theoretisch die anderen Jobs nicht. Richtig. Also ja, deswegen hakt es für mich. Und was auch krass für mich hakt, ich bin da ein bisschen nerdy unterwegs, weil ich mich ja auch in diesen kulturpolitischen Themen so ein bisschen bewege und auch meine Masterarbeit über solche Sachen geschrieben habe und sogar selber eigentlich eine eigene Erhebung gemacht habe, zumindest zum Arbeiten, nicht wirklich dem Einkommen, aber zu der Arbeitsrealität von PopkünstlerInnen. Ja. Und die statistischen Daten, die Künstlersozialkasse jedes Jahr rausgibt, wo die ja auch sozusagen sagen, was KünstlerInnen als zu versteuerndes Jahreseinkommen angeben, das weicht einfach so krass davon ab. Das ist zwar halt auch super niedrig und vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo so ein bisschen dazwischen. Ja. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt halt irgendwelche Kulturbüros und irgendwelche Zeitungen losrennen, wie es schon passiert ist in Teilen, und sagen, Mensch, also Musikern im Vergleich zum Rest der Bevölkerung, die verdienen halt echt gut. Und da würde ich sagen, das würde ich denen links und rechts um die Ohren hauen und sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ja, deswegen sehe ich das auch so kritisch, weil die erste Aussage, die stimmt ja. Also wenn man mit der ungefähr in die Welt hinausgeht, ne, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann kann man erstmal sagen, ja, das ist jetzt noch nicht so richtig differenziert gesagt, warum man nicht davon, also so wie ich dich richtig verstanden habe, warum man nicht davon leben kann, aber erstmal, dass das rauskommt, dass man nicht da nur von Musik leben kann, ist ja schon mal richtig so. Da kann man sich ja drauf verständigen. Aber dass dann die zweite Aussage, die ja immer auch eine gewisse Relevanz hat in der gesellschaftlichen Draufsicht, sag ich mal, auf die Musikbranche und so, dass die dann alle so, ne, also Leute, die sich nicht auskennen, so, wenn die jetzt diese Informationen lesen irgendwo, in eben so einem Zeitartikel oder sonst wo, dann würden die sagen, ja, was beschwert sich denn die Kulturbranche? So. Voll! Und dann ist das ja genau. Und dann wird ja auch so weitergesponnen, dann ist das bei SchauspielerInnen und so und und dann gehst Künstler du, genau, und dann geht so das vielleicht in der, genau dann geht das in irgendeinen Landtag und dann sagen die, wieso, die verdienen doch genug, Kulturförderung ist nicht so wichtig. Ne? Also das ist, glaube ich, wo ich da mich so ein bisschen geärgert habe. Und dann gibt es noch eine lustige Randanekdote, die wollte ich ja auch nochmal loswerden. Ich habe mich halt wirklich in diese Daten so reingefressen und dachte, ich habe irgendwo einen Denkfehler, beziehungsweise wollte halt mit ein paar Leuten auch nochmal diskutieren, ob ich irgendwas übersehe oder was jemand denkt und so. Und hatte die Frage bei Facebook gepostet. Das Lustige ist, Fun Fact, Facebook ist bei einigen Leuten tot, bei mir noch gar nicht irgendwie so richtig. Okay. Also deswegen, ich habe Instagram und Facebook und manche Sachen funktionieren bei Facebook, aber ich bin da auch nicht so aktiv. Aber das Lustige ist, kam auch eine gute Diskussion bei raus, waren auch ein paar WissenschaftlerInnen mit am Start, mit denen ich auch so geschnackt habe und ein paar Künstler, die auch noch irgendwo so ihren Plan und so weiter hatten. Und jetzt kommt's. Ich habe mehrere persönliche Nachrichten bekommen, die ungefähr alle damit anfingen mit, ich habe jetzt nicht in die Studie reingeguckt, aber hast du mal da und daran gedacht? Jetzt Preisfrage. Von welcher Personengruppe kamen diese Nachrichten? Von den WissenschaftlerInnen. Nee, ich sag jetzt mal noch, also von welchem Geschlecht kamen diese Nachrichten? Ach so, eher männlich, würde ich sagen. Ich habe so eine Mansplaining-Welle bekommen. Es ist unfassbar. Ja. Also, if anybody ever wondered what Mansplaining is, this is. Yes. Also, das heißt, Mansplaining ist ja halt wirklich
jemand ist der Meinung, dir einen Ratschlag geben zu können und irgendwas loswerden zu wollen und Hauptsache irgendwas sagen zu können, obwohl man vielleicht selber noch gar nicht darüber nachgedacht hat, ob das wirklich Sinn macht. Und das fand ich wirklich so sportlich, zu sagen, ich habe mir die Studie noch nicht mal angeguckt, aber ich bin mir wirklich sehr sicher, dass ich dir einen schlauen Rat dazu geben kann. Ja. Das fand ich so lustig. Also und vor allem, das war auch, also ich habe wirklich ganz viele Nachrichten davon gekriegt, also mehr als eine Handvoll. Ich war wirklich sehr erstaunt darüber. Das habe ich so noch nie gehabt in dem Ausmaß. Nee, ist auch irgendwie, ach, ja Mann. Aber es war wirklich, das war wirklich geil. Und dann hatte ich noch eine Nachricht bekommen, fand ich auch geil. Die war so wohlwollend, aber komplett übergriffig. Die ging los mit, liebe Nina, ich wünsche mir sehr für dich, dass du mehr als 2600 Euro netto verdienst. Verdient hättest du es. Oh. Kann man irgendwie nachvollziehen, warum ich mich irgendwie komisch fühle, wenn mir so jemand sowas schreibt? Also vor allem, ich habe die Frage also, ja auch gar nicht so für mich selber gestellt, sondern ich beschäftige mich ja ständig mit solchen Daten, weil es mich auch interessiert und weil ich das wichtig finde, dass man sich kulturpolitisch engagiert, wenn man in dem Bums unterwegs ist. Aber das, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, irgendwas hat es in mir gemacht, dass ich dachte, hey, was soll das, warum schreibt man sowas? Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe nicht in, das, so heißt es. So heißt die Folge heute. Ich habe nicht in die Folge reingehört, aber ich habe einen Tipp für euch. Ja, aber es ist halt, das fand ich wirklich lustig. Also ich fand das aus so vielen Ebenen ganz schön krass. Und ich dachte mir so, oh, das Selbstvertrauen hätte ich gerne. Ja. Ja, das stimmt. Oder den Leuten ist wahrscheinlich noch nicht so viel, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber noch nicht so viel Diffiziles oder Schweres im Leben passiert. Dann würde man irgendwie ein bisschen weitsichtiger mit solchen Dingen umgehen, denke ich immer, aber vielleicht ist das auch schon wieder sozusagen, das ist natürlich eine Behauptung, sage ich auch ganz offen hier, ja, ist eine Behauptung, aber ich frage mich auch manchmal so wie du, wie man so, ja, so selbstbewusst kann man ja ruhig sagen, auf solche Dinge kommt und das dann auch einfach teilt und denkt, dass es dann in irgendeiner Weise nicht nur angebracht, sondern auch weiterführend. Also es führt ja zu nichts. Also, Ja, vor allem, also ich glaube, das Übergriffige daran ist, das kann man sich ja vorstellen, ist, dass jemand der Meinung ist, obwohl man sich überhaupt nichts von den Sachen angeguckt hat, einen auf jeden Fall qualifizierteren Gedanken zu haben, als ich, die sich die Sachen schon angeguckt hat. Ja. Oder auch zu denken, dass ich vielleicht nicht selber auch auf ähnliche Gedanken gekommen wäre, wenn ich mir das nicht angeguckt habe. Ja, das ist es. Also ich glaube, das ist halt so, denkst du, so, deswegen nennt man das Mansplaining. Wollte ich an der Stelle nochmal loswerden, ich habe es jetzt in echt wirklich einmal so in so einer Masse erlebt und fand's, ich habe gestaunt. Ja. It's a general wondering. It's a general wondering? Wer noch nie gehört. Ja. Aber ja, insofern, das ist eigentlich so, viel mehr will ich mich gar nicht aufregen. Ja, ist auch nicht gut für den Bluthochdruck. Nina, in unserem Alter müssen wir auch gucken, was macht der Bluthochdruck. Ich habe gar keinen Bluthochdruck, kann ich an der Stelle sagen, wenn wir in unserer Musiker-Gesundheitsecke wieder gelandet sind. Oh, wären wir die Apothekenumschau für Musiker? Ist auch geil. ich habe einen super niedrigen Blutdruck, tatsächlich. Sehr gut. Ich bin ganz, ganz entspannt, was das angeht. Ich habe keinen Bluthochdruck. Und dabei schläfst du ja manchmal gar nicht durch wegen der Katze. Da würde ich ja zum Beispiel Puls kriegen. Ja, ich glaube, mein Körper hat sich leider damit abgefunden. Okay, bist du drauf. Ich krieg nur mehr Falten irgendwann wahrscheinlich. Ich sehe einfach nur geschredderter aus. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ja, aber ich habe noch was anderes Schönes. Ich habe nämlich auch noch mal so ein Thema mitgebracht und wollte auch gerne wissen, was du dazu denkst. Wir haben in den letzten Tagen zwei Proben gehabt, was total schön war mit unserer Coverband. Also, neben meinem Künstlerprojekt Miu singe ich auch hier und da noch in einer Coverband, die heißt, damit man sich das gut merken kann, Good Music Live. Ja. Und GML. Nur für den, gleich nach GMNTEM. Nur für den Fall, dass ihr in irgendeiner Firma arbeitet und eine tolle Partyband braucht aus Leuten, die tatsächlich Instrumente spielen können, überschüttet mich mit Anfragen. Wir können spielen. Ja. Auf jeden Fall haben wir dafür geprobt, weil wir unseren ersten Gig in diesem Jahr spielen. Und wir spielen jetzt es ist nicht richtig ein Tanz in dem Mai, sondern es ist so ein Familienfest am 30.04., was sozusagen in dem Mai so übergeht.
Ja. Aber es ist auch gar nicht so festzeltmäßig, sondern es ist halt so ein schönes Open Air in Büsum. Und auch schön. Ich habe mir so ein bisschen, ich habe mich total darüber gefreut, weil wir in dieser Coverband eigentlich immer nur Sachen spielen, auf die wir auch irgendwie auch selber Bock haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man so Dienst nach Vorschrift macht und sagt so, oh, es gibt diese Setlist und davon werden die Sachen immer gespielt. Sondern wir gucken eigentlich auch immer, was zur jeweiligen Sängerin oder zum Sänger passt. Wie wir so aufgestellt sind, wie die Instrumentalisten so auch im Sommer im Start sind. Wir gucken immer, dass wir eigentlich coole Arrangements da haben, die so und zu uns passen. Und ich habe irgendwann mal so die Erfahrung gemacht in diesem ganzen Cover-Thema, dass man sich natürlich auch Sachen überspielen kann. Ja. Also klar, wenn man irgendwas zu oft und zu lange gemacht hat, das verstehe ich total. Aber das ist manchmal auch, und das ist, glaube ich, ein großes Fass, was ich hier jetzt aufmache zum Thema Coolness. Ui. dass es manchmal so Sachen gibt, wo man sagt so, oh, den Song, nee, den singe ich nicht. Ja. Und ich würde sagen, ich zum Beispiel habe mindestens 2 Songs gespielt, die super altbacken sind, aber wo mir das Herz aufgeht, weil ich das so toll finde. Unter anderem freue ich mich, also ich freue mich immer von Herzen, wenn ich Simply the Best singen darf. Finde ich richtig geil. Ja, ist ja auch geil. Ist ein geiles Lied. Ist ein super, super geiles Lied. Ja. Und was wir das erste Mal spielen, was ich auch richtig, richtig cool finde, und ich spiele Gitarre mit. Ich gucke, ob ich ein paar verhunzte Blueslicks spielen kann. Und das ist halt, das ist wirklich auch, das fällt offiziell unter dem Begriff Guilty Pleasure. Black Velvet. Ach was. Ja. Ja. Mississippi. Stimmt, darüber hatten wir schon irgendwann mal gesprochen, dass du da am Gitarre mit ihm. Oh, ich freue mich so darauf. Und das hört, das hört sich so beknackt an, aber es gibt halt ja wirklich so Songs, die fallen unter dem Begriff Guilty Pleasure, weil man das Gefühl hat, die sind irgendwie nicht cool. Ja. Und ich finde überhaupt in dem ganzen Musikkontext, wo wir uns bewegen, unter Musikern und so weiter, die gibt es manchmal so eine ganz feine Linie, was cool ist und was nicht mehr cool ist. Es hat voll diesen Vibe von Schulhof auf eine Art und Weise. aber not in a good way, finde ich. Ja. Und ich wollte jetzt einmal so anbringen, ich finde das irgendwie oft doof, weil es geht eigentlich darum, Spaß zu haben. Und ich finde, kannst du mir folgen in den Gedankengängen, die ich so habe? Total. Also ich kenne das auch manchmal, dass man zum Beispiel so Songs vorschlägt, wo man sagt, Alter, da habe ich so richtig Bock drauf. Lass den doch mal zocken. Warum zocken wir den eigentlich nicht? Und dann sagen so Leute so, ach nee, das ist irgendwie so ausgelatscht und das macht ja auch irgendwie jeder. Und ich finde immer dieses Argument, das macht irgendwie jede oder jede Band, von mir aus auch, wo ich so sage, ja, und dann kann man ja das mal in geil machen. Also weil also anscheinend sind ja dann die Versionen von den anderen Bands nicht so geil, wenn ihr da nicht mehr so Bock drauf habt und das ausgelatscht findet. Aber dann lasst doch mal, also grundsätzlich kann man sich, glaube ich, schon darauf verständigen mit MusikerInnen, ob ein Song grundsätzlich jetzt mal ab, gesehen davon, wie oft der gespielt wurde und schon ausgelatscht ist oder nicht, ob der einfach geil ist und Spaß macht. Ob der gut oder nicht geschrieben ist oder gut arrangiert oder genau, so, klar. Ja, so. Und dann, nur davon sollte man dann ausgehen, ob man selbst einfach Bock drauf hat. Und ich finde, dass zu oft auch, so wie du gerade gesagt hast, so diese feine Linie da gezogen wird, ja, das wurde von anderen oder in den Charts oder im Radio und das läuft immer nur auf Oldie Radio, können wir das noch bringen und was weiß ich was. Also ist doch erstmal zweitrangig. Erstmal macht das Bock in dieser Runde. Und wenn da mehrere Leute Bock drauf haben, weil der Song grundsätzlich geil ist, go for it. Und ich finde, ich bin da bei dir. Ich finde das manchmal echt zu sehr aus, dass man manchmal über Songs auch zu sehr das ausdiskutieren muss. Und letztendlich finde ich dann auch, ich finde es immer schlecht, wenn man über einen Song irgendwie länger redet und dann landet er doch auf der Setlist, aber dann hat der in so einer Diskussion schon irgendwie von dem anfänglichen Spaß, den vielleicht einzelne Personen daran haben an den Song, schon wieder was verloren. Und dann, finde ich, dann sollte man ihn vielleicht auch gar nicht draufpacken auf die Setlist, sondern von vornherein sich vielleicht einfach die Diskussion sparen und mal so sagen. Ich finde immer, es ist ein guter Ansatz zu sagen, ach ja, weiß nicht, ob das so cool ist, aber lass mal zocken. Also lass mal erstmal den Song machen. So. Und dann entwickelt sich darüber hinaus ja meistens ein viel ehrlicheres Gefühl auch, wie der so vibet. Und ich glaube, man muss halt auch hart unterscheiden zwischen, ob einem persönlich einfach irgendwas nicht gefällt. Ja, also das ist ja, glaube ich, auch nochmal was anderes. Finde ich einen Song einfach doof, weil ich den doof finde? Das stimmt, ja. Oder habe ich das Gefühl, und das ist ja dieses Coolsein, oder habe ich das Gefühl, in der Außenwahrnehmung
könnte der nicht so kommen oder so. Also ich glaube, das ist ja wirklich so was ganz Diffuses. Und was du jetzt gerade mit so einer Diskussion angesprochen hast, finde ich das auch. Ich glaube, in solchen, und das ist halt wirklich mega schade, ne? Also wenn erstmal so eine Diskussion aufgemacht wird, so, oh nee, ja, super ungeil, super lame oder so, dann macht man eigentlich auch die Tür auf für so ein, für so eine, ich sag jetzt, ich nenne das jetzt mal, für so eine Lawine innerhalb der Band, wenn du erstmal so ein, so eine schlechte Stimmung säst zu einem Song, dann fühlen sich ja oft andere irgendwie dazu hingerissen, den Song auch nicht mehr cool zu fühlen, weil du dann weil du dann auch irgendwie zugeben müsstest, dass du vielleicht dass dir irgendwas gefällt. Ja, weißt du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, das, was es ich mit sich so ganz schnell unterbewusst so lager, ne? So zwischen zwei Leuten voll vielleicht auch nur oder so. Und ich glaube, das ist das, was ich meine mit diesem Klassen- und mit diesem Pausenhofverhalten. Ja. Und ich finde das spannend, dass das in der Musik irgendwie nicht so aufhört. Und das geht natürlich ja auch über das, so ein bisschen über das Cover-Thema hinaus. Also ich glaube halt, Cover ist sowieso ein Ding, ganz ehrlich, eigentlich fast alle MusikerInnen machen irgendwelche Gala, Corporate, Hochzeitsjobs und so weiter. Und ich glaube, da muss am Ende jeder finden, worauf man Bock hat. Und ich finde, erstmal auf einer Bühne Songs spielen, die man geil findet, mit einer Band und die üben, bringt einen musikalisch als MusikerIn weiter und ist auch irgendwie lustig. Ja. Während es zum Beispiel andere Jobs gibt, wo ich dann eher nicht so Bock drauf hätte. Und das muss, glaube ich, jeder für sich selber so ein bisschen wissen. Aber es gibt dann halt auch Leute, die sagen so, boah, das darf bloß niemand sehen, dass ich das mache. Das darf bloß niemand mitkriegen, dass man das irgendwie so tut. Das darf sich niemals mit meinem Künstlerprojekt vermischen. Ja. Das verstehe ich natürlich auch. Also ne, so das muss vielleicht Unterschiede geben oder eine feine Linie. Ja, total. Aber ich finde halt echt lustig, dass es manchmal diesen Coolness-Faktor gibt. Und ich finde den eigentlich voll schade, weil wir sind doch eigentlich darüber alle zum Musikmachen gekommen, dass wir irgendwas toll fanden. Ja, total. Ich finde das witzig, dass du das ansprichst, weil ich hatte gerade am Wochenende so einen Moment, da habe ich mit einer Sängerin, die kannte ich vorher noch nicht, letzte Woche Mittwoch habe ich den Anruf erhalten, ob ich kurzfristig am Samstag eine Hochzeit begleiten kann in Lüneburg. Also, und das passte halt gerade zufällig. Nur die Trauzeremonie auch sozusagen, Trauung und auch kein Sektempfang und so, und das war echt auch cool. Und das waren nämlich so drei Songs, wo es immer so, es gab einen Song, den hat die Sängerin, fand sie im Vorfeld nicht so cool, weil sie auch sagte, ich kann ihn auch nicht so, oder ich kenne ihn auch nicht so gut und so. Und ich fand ihn aber super, ist von John Legend, All of Me, so. Super Stück. Super Stück. Und sie hatte da aber irgendwie keinen Zugang zu, ist ja auch in Ordnung, ne? Also das ist ja, das muss man auch mal sagen, das ist ja völlig in Ordnung, wenn man auch zu Songs kann, darum geht es ja hier auch nicht. Und dann hatte ich sozusagen aus so einer Vergangenheit, wo ich mal mehr auch Hochzeiten gespielt habe, habe ich ja jetzt schon länger nicht. Das ist jetzt meine erste Hochzeit seit vor Corona, glaube ich, sogar noch gewesen, die ich mal wieder gespielt hatte. Aber da war auch wieder Bock. Hatte ich früher immer nicht so Bock, Dir gehört mein Herz zu spielen, zum Beispiel. Obwohl das grundsätzlich ja in dem Movie auch so von Phil Collins eine coole Komposition ist. Aber ich hatte auf einmal dann mit ihr zusammen wieder mega Bock. Darauf hatte sie zum Beispiel, den hat sie gefühlt. Und dann gab es noch einen von Leona Lewis. Lewis. Den wir beide gut fanden. So. Und also genau das, was du gerade gesagt hast, gab es am Wochenende bei uns so eine Mischung. Und letztendlich, der Gig insgesamt war richtig cool. Also, oder diese drei Songs zu spielen, war richtig cool, hat Spaß gemacht. Und darauf kommt es am Ende an, finde ich. Ne? Also genau das Ding, was irgendwie gerade hier, was wir gerade besprechen, hatte ich am Wochenende im Kleinen, ne? Auf drei Songs jetzt nicht, auf eine ganze Setlist, aber trotzdem. Und da kommt es immer drauf an, mit wem macht man das, und dann springt der Funk halt auch manchmal über, so, und dann sagt man, ach, geil, und auf einmal hatte ich halt voll Bock, Dir gehört mein Herz zu spielen, aber also, so. Ja, ich habe an dem Lied auch nichts auszusetzen, ne? Also ich glaube, das ist dann manchmal eher, also auch eine persönliche Geschmacksfrage. Ich bin, glaube ich, sehr picky, was deutsche Songs angeht tatsächlich. So, und finde viele deutsche Songs nicht so gut oder finde sie teilweise auch ein bisschen sehr befindlichkeitsmäßig. Also, ich finde im Moment den Deutschpop so in seiner Stilistik teilweise auch ein bisschen schwierig, aber das ist halt wirklich so persönlicher Geschmack, ne? Ja. Aber ansonsten finde ich die Phil Collins Nummer auch super. Ich mag den Song total gerne. Ja.
Ja. Und das ist so lustig. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Teenageralter versucht man sich ja auch irgendwie zu den Jüngeren und zu den Eltern irgendwie abzugrenzen. Und dann findet man irgendwie ganz viel doof. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass diese Phase in ein bisschen anders in den 20ern bei MusikerInnen auch nochmal kommt. Weil man sich dann einmal zu denen abgrenzen möchte, die nichts mit Musik zu tun haben. So nach dem Motto so, ah, ich weiß die ganzen coolen Sachen. Und wenn ich so zurück überlege, wie doll wir alle Snarky Puppy und so weiter abgefeiert haben, weil es irgendwie auch en vogue war, ne? Also dieses funky, jazzy Abgekniedel. Und nicht falsch verstehen, Snarky Puppy, mega geile Band, ne? Richtig, richtig toll. Aber ich erkenne da auch so eine Art Trend. Ne? So, das war oder dann, Dirty Loops. Oder weißt du noch? Oh ja, stimmt. Die waren jetzt, glaube ich, auch gerade in Hamburg. Aber ja, die waren gerade in Hamburg. Loops, die gibt es ja auch schon ewig. Gibt es schon ewig. Ne? Hätte ich mir zum Beispiel in meinem Leben niemals anhören können, weil ich einfach, mir wäre schwindelig geworden bei den ganzen Kicks und bei dem Geballer. Ja, ja. Also das war duf, 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 duf. Also das, mega krass gespielt. Hochachtung, aber, genau. Hochachtung vor den musikalischen Fertigkeiten. Aber das ist mir schon zu sportlich. Das ist mir teilweise auch so zu doll wie so richtig krasser Metal. So, weißt du, es ist einfach, da kann ich auch zu den Bundesjugendspielen gehen. Ja, das stimmt. Es ist wirklich Sport. Es geht halt wirklich ums Treffen, habe ich manchmal das Gefühl. Ums Treffen und Zählen. und das, genau, und ich glaube, so, solche Trends gab es dann halt auch so, sich so abzugrenzen und nachher so, also ich habe ja Plan von Musik, ich weiß, und das ist super, das ist vielleicht auch ein bisschen nicht so zugänglich, das ist super kompliziert. Und dann irgendwie, und nach oben hin, dass man sagt so, was, die alten Kamellen, oh Gott, das kann man ja gar nicht mehr spielen, ist ja super alt, super nervig, super peinlich. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt aber auch älter wird, weil, wir haben jetzt gerade über Bluetooth gesprochen, dann wird man langsam wieder so ein bisschen handzahmer, was das angeht. Ja. Und auf einmal ist Guilty Pleasure nicht mehr Guilty Pleasure, sondern man sagt, das ist schon ein geiler Song. Ja. Also ich, also zumindest bei mir ist das so. Ich glaube, ich war selten so hatermäßig abgrenzend unterwegs, weil ich dafür in meinem Leben auch immer zu wenig von krasser Jazz-Theorie verstanden habe, als dass ich mich jemals hätte über irgendwas erheben können. Aber ich habe auf jeden Fall eine viel, viel größere Liebe für irgendwelche ollen Kamellen gefunden, wo ich jetzt immer sagen würde, wieso, ist doch mega. Oder ich hätte auch in meinen 20ern, glaube ich, nie Country gehört. Also weil ich Country auch immer so mit Trucker Country, mit Tom Astor oder so verbunden hätte. Aber so wirklich dieser Nashville-Style, da habe ich so eine riesige Liebe für. Und das ist ja eigentlich auch mega altbacken, ne? Also oft so. Total. Meine Theorie dazu. Ja, total. Also ich kann dir total folgen. Noch eine persönliche Anekdote vielleicht dazu. Ich hatte früher bei den Platten, die halt mein Vater so hatte und die so seine Jugendsachen so, habe ich nie Zugang gefunden und habe auch immer früher so gedacht, ach, das ist doch irgendwie, da war ich auch noch so sehr der Klassik. So, ich habe ja 15 Jahre oder 16 Jahre eher im Grunde klassische Ausbildung am Klavier gehabt, bevor ich dann auch Pop und Jazz und dann ja das auch wirklich als Ausbildung und so weiter und so fort. Und dann habe ich so mal die ganzen Sachen, so Bryan Adams hat er gehört, also das weiß nicht seiner, aber Bruce Springsteen ist eigentlich so einer seiner Heroes. Und Bruce Springsteen, Ahnung, bester Mann. Ja, und ich habe früher mal gesagt, das ist Hottentottenmusik, so ungefähr. Oh, das darf man nicht mehr sagen. Nee, das darf man nicht sagen. Und wie geil ist das bitte, ne? Also natürlich, ich bin auch schlauer geworden, will ich an dieser Stelle sagen. Ich weiß das. Ich feiere das auch ab. Oder was weiß ich, Bob Dylan. Und dann hat er noch irgendwelche anderen Bands, auf die ich jetzt gerade nicht komme, aber die auch mega sind. Ey, und da also der, das ist halt genau das, was du sagst, ne? Und während der Ausbildung, also an der Hammer School of Music, habe ich damals halt auch ganz stark das gehabt, was du gesagt hast. Also da habe ich mich halt so in diese Sachen, Dirty Loops war da zum Beispiel auch so eine der Sachen, die dann bei den ganzen Nerds so abgingen oder was waren noch so? Keine Ahnung, John Mayer, glaube ich, John Mayer war ja vorher schon, aber den habe ich darüber natürlich über die Kommilitonen auch kennengelernt. Also ich hatte, mir sagte der vorher nichts, Schande auf meine Asche so ungefähr, aber so und solche Dinge. Und da habe ich natürlich ganz stark versucht, mich zu integrieren und das auszuchecken und habe da auch mit den Kognitoren drüber gesprochen, so, also fachgesimpelt könnte man sagen, in abgespeckter Form. Und ich mich dadurch eben auch genau das, was du gesagt hast, noch zu sagen und das, was mein Vater gehört hat, das habe ich zu der Zeit überhaupt nicht erzählt. Das ist so lustig, so, ne? Ich habe das nämlich auch mit meinem Vater damals auch eher so heimlich
mehrfach in meinem Leben auf Konzerten von Westernhagen. Ach. Und heute kann ich sagen, riesige Westernhagen-Liebe. Nicht unbedingt für das, was er dann irgendwann mal so neu rausgebracht hat, aber halt die Sachen, die wirklich einfach so die Kracher sind. Ja. Also große Liebe dafür, weil es ja halt auch irgendwie so ein sehr amerikanisches Gitarren-Style-Ding halt so ist, ne? Aber also finde ich immer noch super. Und zum Beispiel mit der Coverband, ich singe den Song jetzt nicht. Ich sage jetzt auch nicht, wer aus der Band ihn singt. Aber wir spielen auf jeden Fall auch Sexy von Westernhagen. Ach, das ist geil. Halt, genau, das ist halt so mit, das ist halt wirklich so Guilty Pleasure-mäßig. Und ich sehe schon Leute, die diesen Podcast hören. Und heimlich sind da ein paar bei, die sagen erstmal im Moment so, oh Gott. Und gleichzeitig denken sie, die finden den Song auch geil. Ja, gib's doch richtig. Zu. Und deswegen große Westernhagen-Liebe. Und ich bin langsam angekommen, dass ich sagen kann, finde ich super. Finde ich richtig geil, weil daran gibt es nichts auszusetzen. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass jeder Song, der erfolgreich ist, auch seine Berechtigung hat. Ich glaube, auf die meisten trifft das zu. Ich würde sagen, das die stimmt. meisten Songs, die irre erfolgreich oder berühmt geworden sind, sind irgendwie gut geschriebene Songs, haben aussagekräftige, charismatische Stimmen oder Arrangements, irgendwas Besonderes, was ein Grund dafür ist, dass diese Songs halt da sind, wo sie sind oder dass wir sie alle kennen. Ja. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind Quatsch, wie zum Beispiel der Crazy Frog. Ne? Also das ist halt einfach kompletter Blödsinn. Deswegen habe ich gesagt, mit Einschränkung. Aber ich würde sagen, auf die meisten trifft das zu. Und zum Beispiel halt auch Sexy, viele Sachen von Grönemeyer, wo, glaube ich, junge Leute, also oder wir zumindest in unseren Teenager-Jahren vielleicht gar nichts mit hätten anfangen können. Oder auch Udo Lindenberg hat ja auch ein riesiges Comeback total. Eigentlich gehabt. Ja. Und war ja voll als, naja, hat man irgendwie mal gehört, so abgeschrieben und kam dann halt wieder und war auf einmal cool. Und ich meine, der hat jetzt mit Apache einen Song gemacht. Alter, der ist auch einfach marketingtechnisch ist der einfach schlau. Man ich weiß kann nicht, ob da er halt das ist oder sein Management. Oder wer auch immer. Ja, also das ist einfach total raffiniert, was der macht. Aber das war zum Beispiel auch einer von denen, die das, auch so einer der Heroes von meinem Vater, wo ich da so, und den habe ich früher auch nicht geschnallt. Ich habe so gedacht, was will der mit der Stimme? So, auch so, ne, das gleiche hatte ich bei Jan Delay am Anfang. Weil also diese komischen, also er nuschelt so und Jan Delay, dieses Nasale, habe ich so gedacht, was ist das? Und man muss einfach sagen, ja, Joscha hatte noch nie was, der Joscha Fares hatte immer sehr viel klassische Klaviermusik gehört und gespielt, also auch symphonische und so. Das waren halt so, der hat es einfach nicht verstanden. Aber mittlerweile ist es so, auch Tom Waits zum Beispiel. Tom Waits habe ich früher nicht geschnallt. Oh, den schnalle ich leider immer noch nicht so genau. Also den kann ich leider nicht hören. Aber das ist, glaube ich, eher so, das ist wieder die Geschmackssache. Ne? Also das ist klar abgegrenzt zu, ich glaube, ist es nicht mein Ding. Das ist halt immer noch was anderes. Auch, sorry, aber viel Schlager und Helene Fischer ist nicht mein Ding. Ne? Also ich werde nicht auf einer Bühne stehen und atemlos singen. Werde ich nicht machen. Ja. Aber du wirst wegen Sexy wirst du vielleicht atemlos, aber das hat einen anderen Grund. Verhaftet wegen Sexy. Vielleicht muss ich das an der Gitarre mal üben. Also, weil das ist halt wirklich lustig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Gitarre mich ein bisschen dazu bringt, vermeintliche Pleasure-Songs zu spielen, weil die oft aber auch geile Gitarrenstimmen haben und weil das mega Spaß macht zu spielen. Bam. Das ist auch geil mit dem Gemuteten und dann musst du immer auf den Kicks halt offen sein. Ist auch gar nicht so. Manchmal kommt einem das auch einfacher. Muss Magnus mir vielleicht einfacher mal zeigen. Vor, als es ist. Ja, das ist nicht einfach. Auch Black Velvet, ich habe versucht, das Solo wirklich so zu üben, wie es ist. Ah ja. Das ist schon. Kann ja niemand. Nina. Doch, das kann man schon. Ich glaube, also Ruben hat mir das gezeigt. Ruben kann das. Stimmt. Ruben kann das, aber Ruben hat mir auch immer gesagt, wieso die Spielweise ist und hier wird was abgedämpft und da nicht und so. Und dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch, so genau kann ich das nicht. Stimmt, aber, du hattest ja, wir hatten ja letzte Woche, ja, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, red mal erstmal deinen Gedanken. Ja, nee, aber das ist schon, glaube ich, auch tricky und ich glaube, bei den Westernhagen-Songs müsste man auch gucken. Es sind ja teilweise wirklich sehr einfach geschriebene Songs von der Struktur her oder auch von den Harmonien. Es ist nie, also es ist teilweise schon, wo man sagt, so, oh, das ist jetzt hart an der Grenze von zu einfach. Ja. Aber dadurch werden die Songs einfach auch gut. Ja. Na, also wenn du sowas wie Allein wieder hier nimmst,
Oder wenn du, also nicht allein wieder hier, sondern wenn du den Song wieder hier nimmst oder wenn du, weil ich dich liebe, nimmst, die sind ja wirklich allein von der Aussage des Songs so in die Fresse, dass du sagst, okay, das ist jetzt sehr plakativ und gleichzeitig ist das eigentlich die Stärke. Eigentlich ist das genau das Geilste, wo du sagst, okay, vielleicht muss man das manchmal genau so deutlich sagen. Ja, total. Genau so. Man muss aber auch sagen, es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen könnte, die sind so zwiegespalten in der Elterngeneration. Also und sind aber sozusagen in unserer Generation jetzt damals schon total hoch im Standing gewesen. Zum Beispiel Herbert Grönemeyer. Ja. Meine Eltern beide, ich glaube mein Vater vielleicht ein bisschen mehr als meine Mutter, können damit nicht so viel anfangen, was ich überhaupt nicht verstehe. So, und andere Eltern feiern den natürlich total ab. So. Und unsere Generation ist aber auch so, Herbie ist halt Herbie, Alter, das ist halt geil, so. Wobei vielleicht jetzt auch nicht alle, aber trotzdem, grundsätzlich ist das immer schon so ein Ding gewesen, da war es nicht so, dass man sich davon so ab, ne, wir waren ja auch mit Abgrenzung zu so, und das war immer schon so, das geil irgendwie, also und Westernhagen. Vielleicht ist das auch so, dass wir schon eher das Lebenswerk dieser Künstler verstehen. Ja, also zumindest, glaube ich, bei Westernhagen und Lindenberg und genauso auch Grönemeyer kann man das ja auf jeden Fall sagen. Und auch bei einer Künstlerin wie Hildegard Knef, ne? Also da sind wir lustigerweise wirklich beim deutschen Songwriting, wo ich ja erst gesagt habe, dass ich das doof finde. Aber ich glaube, da kann ich sagen, das sind halt Sachen, die finde ich toll. Weil die irgendwie alle eine Kante haben, alle was sehr Eigenes. Und ich finde, Hildegard Knef hat einfach so wunderschöne Texte oft. Ja. Also und das da sind wirklich tolle Sachen bei, die ich wirklich schön finde und auch oft in einer Art Coverversion unerreicht, ne? Also weil das eigentlich keiner so wirklich machen kann. Aber genau, also ich glaube, da ist es für unsere Generation, dass wir uns davon nie so richtig abgrenzen mussten, weil wir schon miterlebt haben, dass das Künstler sind, die irgendwie ein Erbe hinterlassen, was halt krass ist, ne? Total, total. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit so schön auch über Musik und Musiker und so. Jetzt können wir ja mal vielleicht in eine Kategorie hüpfen, wo es um die Songs auch geht, nämlich unsere Songs der Woche. Genau, wir haben eine Kategorie Songs der Woche und wie ihr jetzt seit kurzem mitbekommen haben solltet, gibt es auch eine Playlist, wo wir genau diese Songs immer reinpacken. Und diese Playlist heißt bei Spotify Modus Miu mit U am Ende, ganz wichtig. Sonst kommt ihr nämlich auf diese Hip-Hop-Playlist, da könnt ihr auch raufgehen, aber da sind gar nicht so geile Songs drin wie bei uns. Wir haben eigentlich ganz, ganz viele tolle Songs da drin, nicht nur eigentlich. Und was halt richtig krass ist, mir ist neulich aufgefallen, das finde ich übrigens richtig schön, wir haben da ganz viele Künstlerinnen drin, tatsächlich. Ja. Also es ist auffällig, wie viele Frauen wir da drin haben, wie viele gute Frauenstimmen wir gerne mögen oder Songwriterinnen. Und ich hätte heute auch einen Song von einer Künstlerin, denn ich war letzte Woche mit Magnus auf dem Konzert von Nils Frevert. Das war auch ganz cool. Ich war seit Ewigkeiten mal wieder in der Markthalle und habe festgestellt, dass die Markthalle eigentlich zu Unrecht komplett unterschätzt ist oder vor allem von so Rock- und Punkbands gebucht, weil die vom Aufbau wirklich toll ist, dass man an so vielen Stellen gut sehen kann. Das ist wirklich schlau gemacht. Ist halt ein bisschen doof, immer wenn die Bahn fährt, dann brummt eine Gitarre ganz laut. Weil die Markthalle für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, die ist ganz, ganz nah an diesen ganzen Gleisen vom Hauptbahnhof, eigentlich direkt da dran. Und wenn dann so ein ICE langsam in den Hauptbahnhof reinfährt, dann surrt einmal kurz alles auf der Bühne. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie auch egal. Und vor Nils Frevert hat Lisa Oben gespielt, mittlerweile bekannt unter dem Künstlerinnennamen Klebe. Und die spielt auch noch die ganze Tour Support für ihn, solltet ihr euch angucken. Und ich möchte von Lisa, also von Klebe, den Song Es ist Frühling vorschlagen für unsere Liste. Schön. Jetzt kommst du. Das ist eine schöne Story. Und das ist auch schön, dass es bei dir ein bisschen ausführlicher war mit einem Konzertbericht, weil ich kann zu meinem Künstler oder Song der Woche auch nichts sagen, peinlicherweise. Denn es war wie folgt. Wir hatten ja, das sollten die Leute, die uns länger schon folgen, auch wissen, denn das ist natürlich auch für unsere Bandhistorie auch nicht ganz normal, hatten ja den ersten Tatort diesen Jahres, der ausgestrahlt wurde, da hatten wir ja ein gar nicht so kurzes Feature drin. Ich würde sagen, fast vierminütiges Feature. So, nämlich.
Und das, jetzt saß ich nämlich am Sonntag beim Tatort und da gab es hinten raus auch so eine, also ganz anderer Tatort so, aber es gab so eine ähnliche Idee, dass man hinten raus über sozusagen so eine Art Rückblende nochmal eben eine Band gefeatured hat. Und so, die Band heißt Woods of Burnham und die hat 2014 ein Album rausgebracht, wo es auch einen Titeltrack mit dem gleichen Namen gibt, der eben in diesem Tatort lief. Und den fand ich richtig cool. Der hatte auch so ein bisschen Streicher und was Cineastisches so, auf eine andere Art und Weise, aber ganz andere Art und Weise als unser Song. Und den würde ich euch mal geben. Wie also, heißt der denn? Die Band heißt Woods of Burnham. Der Song heißt auch Woods of Burnham, also quasi nach der Band benannt. Und ist von dem Album 2014. Mittlerweile haben die mehrere, habe ich wenigstens recherchieren können. Und ich fand auch die Stimme dazu richtig geil. Und check das mal aus. Also das wäre mein Song der Woche. Und weißt du, was wir jetzt noch machen, weil wir gerade über den Tatort gesprochen haben, finde ich, können wir auch noch mal in unseren Song mal kurz reinskippen und reinhören, der mal im Tatort im Januar lief. Der Song heißt nämlich Transients und den solltet ihr auch alle noch mal hören. Leave a memory. I am a firefly, I am a firefly, I am a sehr schön. Dann würde ich sagen, hüpfen wir eigentlich schon in unsere nächste Kategorie und zwar in unseren Snack der Woche. Ich habe heute einen Drink der Woche, kann ich glaube ich sagen. Ui. Und zwar habe ich herausgefunden, wie man sich einen reinstellt, ohne sich einen reinzustellen. Was? Nein, also die Hintergrundgeschichte ist, Magnus und ich waren neulich richtig, richtig toll essen. Liebe Grüße an Jens Rittmeier, das ist ein Sternekoch in Buxtehude und der hat uns zum Essen eingeladen. Das war richtig, richtig toll und das war ein Mehrgänge-Menü und da gab es natürlich auch begleitende Weine und so weiter dazu. Aber, und das fand ich richtig toll und finde auch gut, wenn man das noch so weiterdenkt, Magnus und ich sind zum Beispiel mit dem Auto gefahren und das bedingt dann natürlich, dass einer auch mit dem Auto zurückfährt. Und oft ist das so, wenn man dann irgendwo essen geht oder auf eine Party oder irgendwo, dann gibt es halt für den, der wirklich was trinken will, gibt es Wein, Cocktails und irgendwas. Und wenn du sagst so, ich möchte keinen Alkohol trinken, dann kriegt die Person halt Cola und Wasser. So ungefähr. Echt? Naja, nein, also ne, das ist aber so irgendwie so das Ding so. Und bei dem Restaurant war das so, die haben gesagt, das ist ja aber total doof, das soll ja auch für die Leute, die keinen Alkohol trinken möchten, können, aus welchen Gründen auch immer, muss das ja genauso gut ein Erlebnis sein oder passen. Ja klar. Und die haben das voll ernst genommen, halt auch richtig geile Alternativen anzubieten. Ach geil. Und es gibt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen, es sind ja nicht Schnapsbrennereien oder es sind auch nicht irgendwie Likörhersteller oder so. Aber sowas in der Art gibt es halt wirklich so in Boutique-Größe, also wirklich so kleine Hersteller, die so alkoholfreie Getränke, die aber auch wirklich ein geiles Geschmackserlebnis sind und wirklich würdig sind, dass du sagst, das ist jetzt ein Getränk zu irgendwas oder das ist halt jetzt ein sogenannter Mocktail, das macht halt auch irgendwas, das ist so spannend, die da sich mit beschäftigen und da viele ganz, ganz coole Sachen so anbieten. Und da war halt auch ein Hersteller, der hieß, glaube ich, Nona. Und das haben wir uns jetzt auch bestellt und die haben einen alkoholfreien Aperol gemacht. Und das ist halt richtig krass, wenn du dir jetzt halt so einen alkoholfreien Aperol auf Eis packst und noch alkoholfreien Sekt, wenn du da richtig Bock hast. Ja. Das ist richtig, ein richtig, richtig, richtig geiles Getränk. Ja, das glaube ich. Das kann man wirklich gut machen. Und deswegen ist das jetzt tatsächlich so mein Tipp der Woche. Man kann sie auch nicht immer einen reinstellen oder man muss mal fahren oder so. Aber das stimmt. Deswegen ist das so, würde ich das jetzt mal so in die Runde werfen. Das war wirklich sehr lecker. Sehr geil.
Das ist ja ein richtig geiler Tipp. Und auch voll cool, dass man sich das so richtig so ernsthaft auch auf die Fahne schreibt, weil es genauso soll es ja sein. Also eigentlich auch bescheuert, dass es das noch, dass das so viele nicht so hinkriegen. Und eben so, wie du sagst, ne, Wasser, Cola und dann ab dafür. Richtig cool. Ich habe einen Tipp, falls noch Osterschokolade übrig sein sollte, egal in welcher Form, voll egal. So, und ihr seid aber normalerweise auch sowas wie Nutella-Brotesser oder sowas, dann könnt ihr das Nutella ersetzen mit der Schokolade, die Schokolade zerbrechen und dann aufs Brot drauf. Ich mache das immer ganz gern mit ein bisschen, zumindest ein bisschen Margarine, dass man das hat, auf was, das was haftet. Und dann, finde ich, schmeckt es auch besser. Ihr könnt es natürlich auch so aufs Brot legen, wenn ihr Hardcore seid. Je nachdem, wie ihr das Nutella aufs Brot schmiert. Da gibt es ja auch die beiden Lager. Noch Butter drunter oder nicht. Und noch eine Banane zwischen oder nicht. Könnt ihr mit der Schokolade auch machen. Aber ich finde das geil. Ich habe das vorgestern habe ich das zum letzten Mal gemacht. Jetzt ist die Schokolade leider alle. Aber ist auch nicht schlecht für die Figur, dass es jetzt mal aufhört. Aber dann könnt ihr das nämlich eben einfach aufs Brot schmieren und euch mitnehmen zur Arbeit oder was weiß ich was. Oder morgens gleich. Das ist richtig geil. Also da könnte man noch Reste verwerten, wenn man hat. Oder man macht es mit einer normalen Schokolade. Das geht natürlich auch. Die so ein bisschen zerbröseln da drauf. Dann hat man auch so ein bisschen was Crunchiges und so. Das ist mein Tipp der Woche. Versucht das mal, Leute. Der Equipmentfund der Woche. Werbung. So, dann springen wir mal zu unserer Thomann-Kategorie. Wie ihr mitbekommen habt, seit einer Weile wird unser Podcast von Thomann unterstützt. Das ist total toll, weil A, finden wir, dass das super passt, B, kaufen wir da regelmäßig immer ein und von Zeit zu Zeit zeigen wir euch ein paar Sachen, die wir bei Thomann gefunden haben, die wir selber nutzen oder die wir cool finden, die wir ausprobieren wollen und so weiter. Und ich habe jetzt etwas gesehen, wo man sagen kann, ich glaube, es ist so mittelsinnvoll für mich, aber es ist super niedlich und irgendwie okay. Finde ich süß. Ja. Und es kostet 270 Euro dafür, dass ich es niedlich finde. Oh! Also, es ist von Jam Pedals, es ist ein Gitarrenpedal, es ist ein Tremolo. Ja. Nicht, dass ich nicht schon ein Tremolo hätte und nicht, dass ich auch schon ein sehr gutes Tremolo hätte, aber, und jetzt kommt es, auf diesem Tremolo ist ein Seehund. Ah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Seehund überzeugt mich. Ja. Und die Knöpfe sind rot. es ist halt für 270 Euro ist es auch Quatsch, aber ich finde es wirklich super süß irgendwie und ich habe das Gefühl, ich brauche es auch ein bisschen. Jetzt kommst du. Du hast wahrscheinlich was Sinnvolles, oder? Ja, also erstmal finde ich gut. Seehund finde ich immer gut. Er hat auch einen Hut auf, der Seehund. Siehst du, das ist doch, also, das ist doch sinnvoll. Also, was sagst du denn? Also, auf jeden Fall, ich habe auch, also, wir sind ja sonst auch sehr dafür, dass wir hier in dieser Kategorie auch was vorstellen, was nicht ganz so teuer ist und für jeden zugänglich und so bla. Aber wir müssen natürlich auch manchmal, so müssen wir einfach irgendwelche Gadgets raushauen. So. Und es gibt halt von Shure, einer amerikanischen Firma, die schon seit Ewigkeiten auch Mikrofone herstellt, gibt es ein ganz geiles Mikrofon, das man auch zum Beispiel an Kameras machen kann, aber auch für iPads und iPhones und so dran und dann einen besseren über eine USB-App oder über eine App, sorry, so steuern kann und so. Und das ist das Shure MV88. Dass es mittlerweile auch als Plus-Version gibt. Ein USB-Mic ist das. Das gibt es auch bei Thomann und aus dem Hause Shure, wie gesagt. Und das ist ein ganz kleines, nimmt aber super Sound auf. Also ihr könnt damit zum Beispiel, wenn ihr so wie Nina und ich auch Podcasts aufnehmen, aber manchmal auch mit dem Handy, das machen ja durchaus auch viele, dann könnt ihr damit eure Tonqualität auf jeden Fall deutlich verbessern. Das ist nämlich super cool. Auch so 200 Euro ungefähr, die man da hinlatzt und so, das ist also auch nicht wenig. Und dann macht ihr das dran an eure Geräte und dann, ist auf jeden Fall ein Gamechanger. Ich habe das schon mit auch verschiedene YouTube-Videos und Tutorials und sonst was gesehen und auch Testberichte gelesen und so. Das ist schon eine geile Sache. Also Shure MV88, mittlerweile auch als Plus-Version bei Thomann erhältlich. Und ja, das wäre mein Tipp der Woche. Werbung Ende. Geil. Ich würde dann eigentlich fast zum Abschluss kommen, aber wir haben eine ganz wichtige Kategorie vergessen und das sind die News. News. Ich darf an dieser Stelle sagen, es gibt eigentlich nicht viel Neues, außer dass ich euch bis Ende Mai damit nerven werde, dass wir im Mai 3 Konzerte spielen und dass ihr da hinkommen sollt. Deswegen werde ich jede Woche überhaupt nicht müde, das neu zu betonen.
Und da ihr uns lieb habt, werdet ihr uns da bestimmt sehen. Und wenn ihr das erste Mal hier reingeschaltet habt und das jetzt bis jetzt geschafft habt, spätestens dann habt ihr euch in uns drin rein verliebt. Und dann sollten wir uns ganz dringend mal live sehen. Und zwar spielen wir am 20. Mai in Hamburg, am 25. Mai in der Empore im Buchholz und am 26. Mai in Bad Oldesloe. Und wenn ihr dort Leute kennt, freuen wir uns natürlich ganz, 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 ganz doll, wenn ihr es noch weiter sagt. Und wenn ihr noch Argumente braucht, wir schalten mal kurz in unseren Song Gotham rein. Tell me, let's go take a shortcut. Right through Kamani Kama. Hey, what could possibly go wrong? Can anybody hear me? Can anybody see? Is this a hole in the city? And is there a chance to break free? Can anybody hear me? Yeah. Ich glaube, das war jetzt eigentlich eine ganz schön deftige Folge mit Aufregern, mit Lobeshymnen über Grönemeyer und Westernhagen und guten Snacks und guten Songtipps. Ja. Und damit würde ich eigentlich für diese Woche sagen, schön, dass ihr dabei wart. Danke, Joscha, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Gerne. Und dass du den Bums hier gleich zurecht und schön schneidest. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüssikowski. Searching for a place to get lost. I'm digging for a higher ground. I'm climbing up my roots and fall down. Shake it off and get back up. And I'm working so hard to make it look easy. Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Video-Equipment.